Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und es gibt mal wieder ein Special neues Pferd. What the fuck, sieht das krass aus, oder was meint ihr? Und vor allem, schaut euch an, wie das Ganze in Bewegung ausschaut. Alter, das ist voll der Panzer. Oh mein Gott, wie krass sieht das denn aus? Ey, ich find's mega heftig. Also, oh mein Gott, ey. Also, sieht mega nice aus. Und ich dachte mir einfach, das war beim letzten Mal mega lustig, wir probieren auf jeden Fall noch einmal das Danger Maze. Ich verstehe gar nicht, warum das so wenig Prozent bekommen hat, weil ich muss ehrlich sagen, ich fand das beim letzten Mal mega nice von der Art her, weil man einfach so komplett, ich glaube, dass einfach viele Leute, auch so wie ich, so ein bisschen so am Struggeln, also so am Verzweifeln waren und deswegen einfach nicht weitergekommen sind und daher so ein bisschen so, weiß ich nicht, so halt ein bisschen am frustriert mäßigen, die waren halt frustriert und deswegen sind sie halt von der dann eher auf die negative Bewertung gegangen. Aber an sich hat mir das bisher so mit am besten gefallen von der ganzen Art her, weil ich mag so Jumping Puzzle, ich bin da richtig Fan von. Und jetzt weiß ich ja vor allem auch schon deutlich mehr. Ich bin ja beim letzten Mal 10 Trilliarden Mal in die falsche Richtung gelaufen. Und wir wissen ja, dass wir jetzt, ja genau, Clem, das weiß ich, Clem, ich verstehe alles. Und wir schaffen diesmal, schaffen wir das alles komplett easy durch. Weil Clem hat einfach gar keine Ahnung. Clem weiß halt vor allem auch nicht, dass wir das alles schon, dass wir das alles schon komplett wissen. Weil Clem ist einfach nur ein Pferd und wir sind der coolste Jumping Rider. Oh Gott, ich bin voll schlecht, ey. Okay, wir müssen hier einmal das hier schnappen. Weil, wenn ihr euch fragt, warum wir die Emeralds brauchen. Die Emeralds sind halt Score. Und Score brauchen wir halt hier. Warum ist denn die eine Seite? Moment, ist da ein Versteck? Es war unfassbar knapp. Diese Rosie Cloud, die hat voll die Ahnung, glaube ich. Yay, Mann. Motiviert von Rosie Cloud haben wir das jetzt nämlich auch geschafft. Wir haben jetzt 20 Punkte, das heißt, wir können uns einmal nämlich safen. Weil das kostet ja 20. Das wissen wir jetzt auch. Also wir sind halt einfach sowas von viel besser. Feuert mich in den Kommentaren an, wenn ihr denkt, dass ich es schaffe. Eieieiei. Also wir müssen unbedingt, also sorry, aber den Safe Point hier vorne, der ist halt wichtig. Das Problem ist fast, eigentlich darf ich mir den Safe Point nicht holen. Wisst ihr, warum ich mir den nicht holen darf? Wenn ich mir jetzt den hier hole, den Save Point. Wenn ich mir den jetzt hole, den Save Point. Dann habe ich dann direkt da vorne die Arschkarte. Ich möchte 20 Punkte. Okay. Wisst ihr, warum ich das brauche? Weil wenn ich jetzt nämlich hier vorne die Tür öffne, dann bin ich ja richtig schlecht dran. Dann bin ich ja richtig schlecht, weil dann komme ich ja dann direkt hier hinter dem Feuer immer wieder raus. Also ich verliere. Klar, wenn ich jetzt bei dem Feuer gestorben wäre, hätte ich natürlich das bereut, ja. Aber solange ich das hier oben direkt auf Anhieb schaffe, ich darf einfach nur hier nicht failen. Oh! Oh mein Gott, das hat ganz kurz geleckt. Ich dachte, ich... Oh mein Gott, jetzt wird's knapp. Nein! Clem, du dummes Clem. Du klemmdickes Clem. Ich war doch eigentlich schon drüben. Ey, Clem, du hast es doch auch gesehen. Clem. Oh nein, das ist so ärgerlich. Wir sind irgendwie so leicht dran gekommen und dadurch müssen wir jetzt alles noch einmal... Ah, nein, Clem!
und damit müssen wir alles von vorne machen. Jetzt habe ich es komplett verdizzelt, ey. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn ihr das nochmal sehen wollt, weil ich glaube halt jetzt, das war's für diesen Treiber. Wir haben halt jetzt schon, so Gott, super wenig. Wir haben jetzt schon 2 Herzen verbraucht. Oh mein Gott, ich dachte, ich falle einfach ins Wasser. Oh mein Gott. Ja, wir haben einfach leider, nein! Oh Gott. Wir haben einfach wirklich super ärgerlich. Ey, das war einfach so. Das war so knapp. Also im Endeffekt, wir müssen das aber so machen. Wir müssen das so. Wenn wir den Save Point holen, dann brauchen wir halt 40 Punkte. Und die haben wir einfach nicht. Und von daher. Ja, diese Mikro-Lags, die sind halt leider auch in diesen Welten hier drin. Wie wir einfach das Feuer höher machen können. Das macht halt total Sinn. Oh mein Gott. Aber. Oh, war das knapp. Okay. Aber jetzt schaffen wir es. Jetzt. Ja. Das ist genau das, was ich vorhin eigentlich schaffen wollte. Hier und jetzt können wir bei dem hier. Nein, wir nehmen auf jeden Fall hier 20 Punkte. Das macht ja keinen Sinn. Wir starten ja vorne bei Clem. Also warum? Das hier ist doch niemals machbar von der Zeit. Das schafft man doch nicht. Das ist doch einfach nicht machbar. Guckt euch mal an, wie knapp das hier ist. Oh, ich hasse das. Warum denn Clem? Clem, sei mal nicht so. Ja, verdammt. Also. Das ist doch nicht machbar. Also ich renne ja schon wirklich schnell. Oh mein Gott, das ist. Wir haben es geschafft. Und da hinten ist einfach ein Hebel. Ich glaube, immer nach den Einzelnen ist es machbar. So weit waren wir einfach noch nie. Ist das jetzt. Hat sich da die Tür geöffnet oder was hat sich jetzt geöffnet? Also, ich glaube nicht, dass das da hinten sich geöffnet hat. Ich glaube, das hat sich eher das da geöffnet, diese Tür, oder? Hat es nicht. Oder doch hat es. Oh Gott. Was hat sich denn jetzt geöffnet? Das ist das Mega-Terror-Labyrinth. Ich weiß nicht, was sich jetzt geöffnet hat. Hier ist es nicht. Hat sich vielleicht vorne das Pferd geöffnet oder die Tür da vorne? Ja. Die Tür hat sich jetzt hier geöffnet. Und jetzt hat sich doch bestimmt das Pferd da vorne geöffnet. Oh mein Gottes Willen. Ich habe einfach nicht gesehen, dass da 2 Steine kommen. Aber so weit waren wir noch nie. Wir haben das Pferd jetzt hier gerettet. Und wir kriegen ja ein extra Leben. Das bringt uns nur leider gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt. Ah, ich sehe es. Immer nach den Einzelnen müssen wir rüberlaufen. Da ist jetzt eine Brücke. Sehr, sehr gut.
Was möchte denn Caitlin Cloud? Minus ein Leben, 25 Punkte. Nein, nicht. Wir haben doch schon nix, ey, Caitlin Cloud. Was wird denn die Daisy hier? Daisy Jones, was hast du denn? 50 Punkte, ja, gib mir. Gut, dass wir so viele Punkte haben. Ich glaube, damit kürzen wir einfach dieses Jumping. Boah, das ist ein super knappes Jumping Puzzle. Ich glaube, dass die 50 Punkte hier die cleversten sind, die wir einsetzen können. Weil das Boot, glaube ich, das hier ist eine echte krasse Hilfe sogar. So, das hätten wir. Was? Clem, jetzt hast du mich aber getrollt, Clem. Clem, das war völlig in Ordnung, Clem. Clem, da war alles. Clem, da war nichts. Clem, da war gar nichts. Das hast du. Clem, du hast es gesehen, da war nichts, ne? Also, Clem, das hast du jetzt absichtlich gemacht. Das finde ich nicht nett von dir, Clem. Vor allem wisst ihr, was der olle Clem damit jetzt gemacht hat? Der Clem hat mich jetzt einfach verarscht. Ich möchte das Boot wieder zurückhaben. Du oller Clem. Ich weiß, wo du wohnst, Clem. Oh, scheiße. Ja. Ah. Ich habe es ernsthaft geschafft. Ich hüpfe hier lieber. Pferd, gib mir ein Leben. Wir sind fast da. Ich kann doch hier nicht speichern, das weißt du doch, Pferd. Ich habe doch kein Leben mehr. Wenn du mir auch ein Leben gegeben hättest, dann hätte ich das ja verstanden, Pferd. Aber ich habe doch kein Leben bekommen. Okay, alles klar. Nein! Ich hatte warum auch immer ein Leben. Das war jetzt alles kaputt, du oder Clem. Ich kann nicht mehr. Mano. Wieso hatte ich denn jetzt so plötzlich wieder ein Leben? Das wusste ich ja gar nicht. Wenn ich ein Leben hätte, hätte ich da gespeichert. Oh, Clem. Verdammt, ey. Wir waren wirklich close. Wir waren ernsthaft close. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Wollt ihr sowas mehr sehen? Und wie findet ihr eigentlich das neue Pferd? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you.